Plenum TV, eine Sondersendung zum Jahresende mit zwei hochkarätigen Gästen, beide aus dem schönen Oberbayern. Ich darf zu meiner Linken beginnen mit Frau Claudia Stamm. Grüße, grüne Abgeordnete, wohnhaft in Ottobrunn, kommt aber in den Landtag über das schöne Oberbayern. Ihr Wahlkreis ist? Rosenheim-Ost. Rosenheim-Ost. Der gleiche wie Herr Stöttner. Ach, wir haben sind auf der Suche. Wir haben also ein sozusagen Konkurrentenpaar hier in der Talkrunde. Klaus Stöttner, mein Gast zur Rechten. Ich grüße Sie. Hallo. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wir reden über Strukturthemen Oberbayerns, Strukturprobleme, vielleicht Strukturchancen, in jedem Fall über ländliche Strukturen. Man sagt ja immer gerne, dass München alles kriegt, alles hat und der Rest der Republik im Freistaat, der muss schauen, wo er bleibt. Trifft es denn auf die Rosenheimer Gegend, auf Oberbayern zu? Also ich denke, dass natürlich sehr viel auch von fähigen und guten Kommunalpolitikern und Politikerinnen abhängt, ja, also wie sie sozusagen auch schaffen, Betriebe vor Ort zu halten. Und das heißt nicht immer gleich ist gleich Versiegelung, sprich neue Gewerbeansiedlungen zu tun. Nichtsdestotrotz gibt es ein Ungleichgewicht, natürlich auch in Bayern, wo ganz viel Geld nach München fließt, auch zum Teil bedingt dadurch, dass München eben Hauptstadtaufgaben übernimmt im kulturellen Bereich, aber eben auch als Universität eben natürlich ein großer Anziehungspunkt ist für Studierende. Und wir müssen tatsächlich schauen, dass diese gleichwertigen Bedingungen, die die Staatsregierung ja in die Verfassung jetzt noch mal hat schreiben lassen, dass das nicht nur leere Sonntagsreden bleiben, sondern dass da jetzt auch was folgt, dass tatsächlich eben zum Beispiel das Breitband ausgebaut wird. Das ist ein ganz konkreter Vorschlag. Herr Stöttner, das Landesentwicklungsprogramm sieht ja sehr vieles vor. Kann man denn mit diesem Entwurf quasi das Ausdünnen der Regionen verhindern oder sogar gegensteuern? Ich glaube, dass der Freistaat Bayern mit seiner Entwicklung der letzten Jahrzehnten schon gezeigt hat, dass Bayern anders ausschaut wie Österreich, dass wir sehr verantwortungsvoll umgegangen sind mit der baulichen Entwicklung der Regionen. Und wie die Kollegin Stamm ja gesagt hat, wir haben als CSU ja deutlich jetzt unsere Meinung dahingehend geändert, dass Breitband die Verkehrsstraßen der früheren Zeit jetzt die Datenautobahnen sind und dass wir auch in Rosenheim bei uns schauen müssen, dass die Wirtschaft angebunden ist und wenn Firmen sich bei uns wohlfühlen wollen, auch die kleinen Betriebe wie Architekturbüros, Grafikerbüros, brauchen die ja schnelles Internet und ich glaube, dass es für uns als CSU wichtig war, dass wir 500 Millionen investieren in Bayern für dieses Programm und das ist einzigartig in ganz Europa. Das Geld muss auf die Straße. Im Moment gibt es nur, glaube ich, eine Handvoll Kommunen, die es geschafft haben, den Antrag auszufüllen. Ja gut, bisher war das ganze Thema im Wirtschaftsministerium, damals unter FDP-Führung. Und die Vorgaben der Europäischen Union waren damals mit 19 Schritten sehr langwierig, sehr schwierig auch. Und der Dr. Söder, unser Finanzminister, der das jetzt als Schwerpunkt übernommen hat, der will es verschlanken, will es schneller machen, der will auch Erfolge erzielen, dass unsere Firmen draußen relativ schnell auch an ein schnelles Internet kommen. Ich würde ganz gerne noch was zu der EU sagen, weil ich denke, dass die EU schon sozusagen die Ideen des Herrn Söder irgendwie genehmigt hat. Ja? Also da müssen wir erst mal schauen, das ist ja genehmigt worden, so wie es der ehemalige Wirtschaftsminister, der Herr Zeil, vorgesehen hat von der EU. Und jetzt muss dann, wenn eben in diesem Programm Veränderungen vorgenommen werden, muss es wieder genehmigt werden. Ja? Also das ist sozusagen notifiziert von der EU. Also von daher müssen wir erst mal schauen, ob mit den Veränderungen, die wir uns natürlich auch wünschen, weil Breitband muss überall hin, soweit es geht. Also das wird eh noch Jahre dauern. Und die andere Geschichte ist, weil Sie angesprochen haben, Landesentwicklungsprogramm. Nein, und das weiß jeder hier im Raum und auch sonst wo, es war kein großer Wurf. Ja, das wollte man vielleicht auch so der FDP noch als Skuttel lassen und sagen, die kriegen auch noch was, so kurz bevor die Wahl ist. Es gab überall Widerstand. Es ist wirklich, es hat eine sehr neoliberale Handschrift, dieses Landesentwicklungsprogramm. Die ganzen weichen Standortfaktoren sind erst auf Druck der Opposition reingekommen, also Schulerhalt, eben Kindertagesstätten, gesundheitliche Versorgung. Das war überhaupt nicht vorgesehen. Das war unser Druck, der das erst da reingebracht hat. Und ich bin mir sicher, dass es in dieser Legislatur einen neuen Wurf geben wird, im Landesentwicklungsprogramm. Und ich hoffe, dass der dann etwas besser wird. Also da kann man sozusagen wirklich Bayern, dem Flächenland, es nur wünschen, dass er besser wird. Das ist ja ein laufendes Projekt. Wie fertig ist denn dieser jetzige oder dieser? Das ist gerade verabschiedet worden, am Ende der Legislatur. Also ich war selbst im Wirtschaftsausschuss bei dieser ganzen Planung der Bayern und es ist nicht so schlecht, wie es geredet wird.
Natürlich gibt es ein paar Punkte, die jetzt im nächsten Jahr gemacht werden. Das heißt, es wird zukünftig die zentralen Orte, die werden neu geregelt werden, weil wir haben über 800 zentrale Ortesysteme, Mittelzentrum, Oberzentrum, und die Dinge werden neu geregelt. Es ist eigentlich relativ viel schon verteilt. Und viele von den zentralen Orten haben bisher ihre Aufgaben ja nicht erfüllt, also muss neu geregelt werden. Das ist ein richtig schwieriges Thema. Es wird noch viel Diskussion geben. Sicher im nächsten Jahr, im Sommer, schätzungsweise, kommt es. Was aber berechtigt ist, und da muss ich euch von den Grünen widersprechen, wir haben ganz deutlich gemacht, dass Innenbereich vor Außenbereich geht. Wir haben eine demografische Entwicklung. Die Leute wollen gern die ganzen Discounter am Rand der Städte bauen, weil sie Fläche haben. Wir sagen nein, wir wollen grundsätzlich, dass der Innenbereich gestärkt wird, dass das Anbindungsgebot von Baulichkeiten an die zentralen Orte sind. Wir haben eine Lösung gefunden, dass Tourismusregionen auch ihre Projekte wie Hotels auch einmal nicht angebunden in der freien Region auch Möglichkeiten bietet. Und wir haben lärmstarke Gebiete wie Logistikunternehmen, die sich quasi an Ortsrandlagen schlecht platziert fühlen, dass die quasi nicht angebunden sein können. Und das sind gute Lösungen, die ich glaube, dass es wirklich auch Sinn macht, solche Dinge auch zu lösen. Wir wollen keine Factory Outlet Center, war ein ganz klares Thema zum Einzelhandel dazu. Aber wir wollen die Innenstädte stärken. Wir wollen aber diese lärmintensiven Gebiete ab von diesen Wohnzentren. Kann man damit diese Supermarkt... Wenn die Innenstädte gestärkt werden sollten, Stichwort Supermarkt, dann weiß ich nicht, warum man eben sozusagen den Vollsortimenter von 800 auf 1200 Quadratmeter, natürlich außen, das geht nicht in der Innenstadtfläche, von heute auf morgen genehmigt hat. Und dann nehme ich dann wieder den Rattenschwanz mit Flächenversiegelung und so weiter und demografische Entwicklung, wo die Leute den Vollsortimenter eben nicht mehr in der Innenstadt haben. Dieses LEP, Landesentwicklungsprogramm, hat genau das Gegenteil gemacht, was du jetzt gerade gesagt hast, was ich mir wünschen würde. Weil das eben das ist, was wir brauchen werden. Claudia Stamm, wir haben ein Grundsatzproblem. Ich war damals ja auch sehr dafür, dass wir bei unseren 800 Quadratmeter, bei den Einzelhandelsflächen, bei den Discounter bleiben. Bloß die Entwicklung der Vollsortimente ist so, dass die Menschen immer älter werden. Und ich habe den Unterschied zwischen einem modernen Edeka-Markt und einem älteren Markt. Die älteren Menschen, die brauchen einfach niedrige Regale. Die brauchen mehr Bewegungsfreiheiten mit den Einkaufs. Aber in der Stadt und nicht draußen. Ja, aber das Gleiche in den Ortschaften bei uns im ländlichen Raum, die auch mit einer 10.000 Einwohnergemeinde auch mal einen modernen Markt brauchen mit Parkplätzen draußen und entweder 900.000 oder 1200 Quadratmeter. Ich habe da sehr schwer mit dem Heinz Traublinger als Präsident der Handwerkskammer geringt um diese alte Lösung. Aber im Grunde müsste man es verantwortungsvoll der Gemeinden übertragen. Der Bürgermeister, der Gemeinderat kann das regeln. Der kann eine Baugenehmigung mit 800 Quadratmeter, 1000 Quadratmeter selbst entscheiden, wie groß es also wird. Also vor Ort soll es entschieden werden. Es gibt muss ja schon viele Bürgerinitiativen gegen Großprojekte aus dem Gewerbe. Wie stark ist man denn von diesen Gewerbesituationen überhaupt abhängig? Sie haben ja nun einen tollen Tourismus. Standort mit den Alpen, mit den Seen. Wie stark spielt denn überhaupt für diese Region Oberbayern das Gewerbe eine Rolle? Ich denke, wir müssen mal deutlich machen, dass der Tourismus in Bayern noch eine zu geringe Rolle spielt. Ich habe da große Hoffnung auf die Frau Aigner, die das erkennt und auch sicher in den nächsten Jahren ein paar Dinge auf den Weg bringen wird. Der Tourismus ist nicht so laut bei uns in Bayern, aber er lebt. Und wir haben aktuell einen kompletten Generationswandel bei den Vermietern. Was früher mal die Sommerfrische war oder die Pension war, die gibt es nicht mehr. Jetzt gibt es die neue Generation, die sagt, ich mache das professionell. Und diesen Wandel müsste man mit begleiten. Kann sich denn Bayern, Oberbayern selbst vermarkten und mit welchen Punkten kann man touristisch auf den Markt gehen? Also was Sie jetzt gerade angesprochen haben, eben zu bündeln, das ist ein wichtiger Punkt, also ganz wichtig. Es versteht überhaupt niemand die zwei verschiedenen Marken, die versuchen da eben die Region rund um den Chiemsee zu verkaufen, ja. Sondern man muss mehr zusammenarbeiten und da sind die Österreicher ein ganz großes Vorbild. Ich hatte gestern erst wieder einen Prospekt in der Hand, ja, wo eben wirklich die ganzen Familien im Hotels aus ganz Österreich eben zusammen einen Prospekt auf die Beine stellen. Das gibt es übrigens bei uns auch schon, auch eben im Oberland und im südlichen Oberbayern, da ist Urlaub auf dem Bauernhof, die machen das auch schon länger gemeinsam. Also das ist sozusagen das Paradebeispiel, wie es funktionieren kann. Und dieses, wenn ich mich bündel und zusammentut, dann nimmt mir vielleicht der andere die Gäste weg. Das stimmt einfach nicht, ja? Sondern es ist tatsächlich so, dass ein Gast gerne eben alles als Angebot vor sich haben möchte. Dann blättert er durch
im Katalog, im Internet und schaut dann eben, wo er hin möchte. Ich wollte Sie fragen zu dem wichtigen Strukturthema Bildung. Mhm. Bildung ist ein Rohstoff, der in der Region wächst, gepflegt wird, und da haben Sie mit Oberbayern, glaube ich, am Standort Rosenheim, sind Sie gut in der Spur. Kann man das, würden Sie das bestätigen? Der Landkreis Rosenheim hat jetzt, glaube ich, 65 Millionen in Summe an investiert in Schulen, in die Landkreisschulen. Das heißt, wir haben die Berufsschulen, die duale Ausbildung ganz total modernisiert. Wir merken das, dass die Rückmeldung der Firmen so ist, dass die Landkreisberufsschulen, wo ich im Kreistag sitze, bessere Maschinen hat wie die Firmen draußen. Also schicken die Mitarbeiter ihre Ausbilder auch mal in die Schulen rein, zu sehen, was tolle Maschinen dort sind, um die duale Ausbildung zu fördern. Also wir sind in Rosenheim mit Sicherheit mit der ganzen klaren Ausrichtung, Bildung ist der Rohstoff, in Bayern gut aufgestellt. Wir werden das in den nächsten 10 Jahren merken. Wir haben eine neue Technikerschule für Glasfasertechnologie bekommen in Rosenheim. Wir haben ein Fraunhofer Kompetenzzentrum bekommen. Wir sind mit der Hochschule mit 1500 neuen Studenten, also mehr Studenten, richtig gut aufgestellt. Ich denke, dass es Bildung bei uns eine Riesenrolle spielt. Wir im Landtag versuchen dort auch Fördermittel zu kriegen. Der Landkreis, der Landrat versucht, die Schulen zu modernisieren. Sehr gute Kombination mit der Stadt. Die weiterführenden Schulen sind total toll vernetzt. Wir haben das Förderzentrum in Prien neu ausgestattet mit einer komplette neue Schule. Also wir sind von der Förderschule bis zum Gymnasium. Herr Stötter, toll ausgestattet. Man merkt, wir sind im Wahlkampf. Nein, wir sind im Kommunalwahlkampf. Ja, aber genau, der Punkt ist aber der, dass nichtsdestotrotz natürlich auch im Landkreis Rosenheim, was ja jetzt eben eher einer ist, der noch nicht so wahnsinnig abnimmt, Grundschulen gefährdet sind, ja, ganz konkret. Also es gibt eine Grundschule, wo es jedes Mal nicht klar ist, ob sie weiter existieren kann oder nicht existieren kann, Hörselwang. Und da ist einfach der Punkt, dass ich halt sage, wir werden dorthin kommen müssen. Und wenn es eben im Landkreis Rosenheim schon so ist, wir werden die sogenannte Öffnungsklausel, kein schönes Wort, aber ist so, brauchen, dass eben die Schule vor Ort sich entscheiden kann, was für eine Schulform und eine Schulart sie führen möchte. Also sprich, Stichwort Gemeinschaftsschule. Und da kommen wir nicht drum rum mit dem demografischen Wandel in Bayern. Und eben auch, wenn man es jetzt schon in Oberbayern sieht. Und das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig, weil dieses Sprichwort oder dieses Motto der CSU, irgendwie kurze Beine, kurze Wege, sollte eben auch unterfüttert werden mit Taten und nicht nur davon reden. Ich denke, das sind auch tatsächlich eben die wichtigen Standortfaktoren, wie vorhin schon mal kurz erwähnt. Also eben Schule, Kindergarten, die weichen Standortfaktoren. Breitband ist nicht mehr weich, aber gehört auch dazu, damit Familien eben auf dem Land im ländlichen Raum bleiben. Und da ist ja eigentlich der Landkreis Rosenheim ist ja wirklich irgendwie sozusagen noch nicht betroffen, wenn ich mir andere östliche Gebiete in Bayern anschaue. Ja. Wenn ich das sehe, was du gerade sagst, diese kleinen Gemeinden, wenn ich dann die Geburten anschaue, und ich habe bis 12 Geburten in dem Jahr, dann weiß ich, dass ich in 6 Jahren die Klasse nicht voll kriege. Und ich sage zu meinem, recht charmant zu meinen Unternehmern, sag, wenn ihr keine Arbeitsplätze schafft, werden die Familien nicht dort bleiben. Und bei 12 Kindern im Jahr als Geburten bringst du die Klasse nicht voll. Aber es und ist auch realistisch ist, nein, realistisch ist, wenn wir keine Familien ansiedeln können in den Ortschaften, dann ist die Schule gefährdet. Genau, aber es ist genau umgekehrt, dass die Unternehmen sozusagen keine Arbeitskräfte kriegen, wenn die Schulen nicht da sind. Das habe ich aus einem anderen Landkreis sehr hautnah erfahren und das erfährst du auch wirklich sonst auch von Landräten, dass es natürlich Unternehmen inzwischen gibt, die händeringend Leute, Fachkräfte suchen, die aber da nicht mehr hinziehen wollen, weil ihnen die weichen Standortfaktoren fehlen. Und das ist das Problem. Ja? Du kannst irgendwie nicht immer sagen, wenn die Arbeitsplätze da sind, kommen die Familien schon. Das stimmt nicht. Es gibt dann genügend gut Ausgebildete, die sind weggegangen fürs Studium und die kommen nicht zurück, wenn sie für ihre Kinder keinen Kindergartenplatz oder keine Schule in der Nähe haben. Huhn oder Ei? Das ist die Frage, was hast du zuerst? Nein, aber ich weiß, ich meine, ich habe auch im Oberland gelebt, in einer ganz kleinen Gemeinde und spätestens dann, wo klar war, dass ich sozusagen oder mein Mann, ja, Fahrdienst für die Kinder, für die Schule, für weiß was ich was, für den Fußballverein machen muss, war für uns klar, dass wir da nicht mehr wohnen wollen. Weil es eben tatsächlich eben schwierig ist, wenn du eben 4 Kilometer alleine irgendwie für die Grundschule, ganz abgesehen von weiterführenden Schulen. Da kommen wir zu einem interessanten Standortaspekt. Oberbayern und mit den Alpen und den Seen, wir haben es jetzt schon vorhin wiederholt gesagt, hat das nicht ein Problem mit der Nähe zu München? Also mit Sicherheit München als Metropolregion, und da möchte ich ein paar Zahlen sagen, eine ganz besondere Bedeutung. Wir haben in Bayern 1,6 Millionen Personen auf der Bahn, jeden Tag. Wissen Sie was, es sind 1,1 Millionen sind nur im Münchner Verkehrsverbund
um München. Es sind von den 1,6 nur 1,1 sind in München. 300.000 in Nürnberg, 50.000 in Augsburg und die restlichen 150.000 sind in ganz Bayern verteilt. Das heißt, München ist so eine starke Wirtschaftskraft, dass wir wirklich schauen müssen, die Züge gehen nicht bloß von Rosenheim nach München, sondern die gehen auch von München nach Rosenheim. Also muss ich die Attraktivität in München vom Arbeitsplatz so in Rosenheim so gestalten, dass ich auch mal Münchner rausholen nach Rosenheim. Also für das Halten von Arbeitsplätzen im schönen Oberland wird es schwierig. München saugt den Markt leer. Aus München ist auch der Wohnungsmarkt enorm teuer, 30% teurer wie bei uns in Rosenheim, mit Sicherheit. Und auch die Lebenshaltungskosten sind wesentlich teurer. Das heißt, eigentlich müssen die Münchner nach Rosenheim fahren oder die Rosenheimer sagen, okay, sie bleiben in der Region, wenn Arbeiten und Wohnen am Ort möglich ist. Also Sie sagen, es ist keine Symbiose sein oder der Pendelverkehr ist natürlich enorm. Ich erinnere an eine grüne These, da wohnen, wo Arbeit. Und das sieht ja jetzt ganz anders aus. Also da ist es wieder so, was Sie ja auch vorhin angesprochen hatten, dass wir hundertprozentig den Breitbandausbau wirklich möglichst schnell fix brauchen. Ja, viel zu spät angefangen worden, haben wir schon ganz lange gesagt, dass das die Straßen sind, die wir brauchen. Also die Datenautobahn ist viel wichtiger als die neue asphaltierte oder eben 6-8-spurige, wie auch immer, Autobahn. Also da deswegen geht jemand wohin, auch ein Unternehmen. Also das ist schon mal ein Punkt, aber es ist tatsächlich so, dass wir da nicht immer was dagegen halten können, wenn eben Unternehmen sich in München und im Speckgürtel ansiedeln wollen, weil sie halt sagen, sie haben hier die ganze Infrastruktur. Also man muss auch schauen, wo man sozusagen dagegen halten kann, mit was man dagegen halten kann. Und manche Entwicklungen werden wir aber leider nicht aufhalten können. Und wie der Kollege Stöttner sagt, der Markt in München, also gerade der Wohnungsmarkt, ist sowas von dicht, dass wir natürlich uns wünschen, dass es eben eher auch woanders hingeht. Dass die Preise in der Region auch steigen. Nein, nicht die Preise in der Region, aber dass eben nicht alles nach München reingeht. Und das kann ich zum Teil auch ein bisschen steuern, indem ich zum Beispiel nicht die Olympischen Winterspiele nach München hole, weil es eben München nicht braucht. Also Wirtschaftsfaktor braucht es München einfach nicht. Ja. Das ist zum Beispiel ein Punkt. Aber es ist auch tatsächlich so, dass ich durch Telearbeit versuchen kann, eben ein bisschen mehr den Druck rauszunehmen. Also das sind einfach Sachen, die halt eben immer mehr durchgesetzt werden müssen. Dann haben wir über München geredet, über die schöne Landschaft, über den Tourismus. Jetzt reden wir mal über den Nachbarn. Südlicherseits Österreich. Das ist eine gewachsene, freundschaftliche, brüderschaftlich hätte man beinahe gesagt, Struktur. Da kriselt es jetzt an manchen Ecken. Aber das kriselt doch schon immer. Es gibt doch die Österreicher-Witze aus Bayern und umgekehrt erzählen sich die Österreicher die Bayern-Witze. Aber jetzt konkret. Also gerade im verkehrlichen Bereich gibt es da, ich erinnere an den Flughafen Salzburg, da gibt es jetzt, Verkehrsminister Ramsauer nannte es mal den Krieg. Ja. Vielleicht wollen Sie dazu was sagen. Also wir haben ja zwei Punkte aktuell bei uns im Landkreis Rosenheim, dass wir quasi bisher aus praktischen Gründen, wer nach Österreich gefahren ist und nach Kufstein gefahren ist und nach Kitzbühel oder zum Skifahren und nach Schäfer gefahren ist, ist er bei Kufstein Süd rausgefahren und hat bisher keine Maut bezahlt. Aktuell, seit 1. Dezember, ist es so, dass wir dort jetzt Maut bezahlen, weil die Österreicher gesagt haben, diese Ausnahmegeregelung werden wir nicht mehr akzeptieren. Aus heiterem Himmel, oder? Ja, hat den Hintergrund, dass die Österreicher sagen, sie haben jetzt technisch die Voraussetzungen. Bisher haben sie es nicht kontrollieren können für die paar Kilometer. Jetzt aktuell können sie mit Kameras abmessen, wie man einen Pickerl drauf hat oder nicht. Eine Entscheidung gegen die eigenen Landsleute, die Tiroler Anwohner dieser Region Kufstein, gehen auf die Straße, blockieren die Autobahn. Wir haben natürlich berichtet. Was steckt denn da dahinter? Ja, es steckt dahinter, dass einfach die Österreicher keine Ausnahmegenehmigung mehr erteilen wollen, dass Bregenz jetzt geregelt ist, dass die erste Ausfahrt nach der Grenze, die bisher quasi frei war, einfach nicht mehr akzeptiert wird. Aber das kostet, hängt das jetzt mit der Ausländermaut von Herrn Seehofer? Eigentlich nicht. Wahlkampfforderung der komischen Zusammen. Ja, wo ist denn da der Krieg jetzt? Ist das eine Retourkutsche zu Salzburg, zum Flughafen? Ja, das Thema ist natürlich, okay, gehen wir zum anderen Thema, Salzburg, Freilassing, dass es 80% der Flüge nach Salzburg über Freilassing anfliegen und die ganzen Einwohner in Freilassing sagen, wir sind die Last, wir sind die Leidtragenden für den Fluglärm für Salzburg. Jeder profitiert von Salzburg, aber trotzdem, die Freilassinger sind die Leidtragenden und die Überflugsrechte, sagt die Bundesregierung, die genehmigt sie nicht mehr, da gibt es einen großen Streit und deswegen haben der Bürgermeister Salzburg gesagt, jetzt ist Krieg, der hat das
deutlich gesagt. Und da gibt es momentan noch keine Einigung. Und die Kufsteuer sagen, das ist eine Kutsche zu Salzburg, zu Verlassing. Deswegen macht die Buris, die Verkehrsministerin in Wien, diese harte Regelung für die grenzüberschreitenden ersten Ausfahrtslösungen dicht. Und deswegen gibt es da wirklich Ärger momentan. Ja. Ich meine, jetzt ist ja Skifahrzeit, der Winter ist noch lang in dieser Saison. Da geht mal woanders Skifahren. Also wie sehen Sie denn das? Verkehrliche Probleme. Sie meinen, ob man dann woanders Skifahren geht, deswegen wegen des Pickel? Das weiß ich nicht genau. Also ich würde mir wünschen, dass sich tatsächlich Österreich und Deutschland wieder einigt sozusagen, eben wieder das, was vorher als Regel galt, irgendwie dann gelten wird. Wobei die Frau Buhre sich ja auch schon sehr despektierlich über die eben sogenannte Ausländermaut, die Idee des Ministerpräsidenten geäußert hat und ich mir nicht so sicher bin, ob das nicht auch eine Rolle spielt, ja, zu sagen irgendwie, bei uns zahlen alle für die Maut, ja, und jetzt kommt irgendwie der Herr Seehofer und möchte irgendwie an den EU-Recht vorbei eine Regel finden, dass eben Inländer, deutsche Autofahrer und Autofahrerinnen nicht zahlen müssen, aber die Ausländer zahlen müssen. Da ist sie, glaube ich, schon auch recht genervt, also zumindest wirkt es so, was ich auch verstehe, ja? Also weil das eben sehr populistisch ist und sehr wirklich als Wahlkampfthema dann sehr verfangen hat dann nochmal von Herrn Seehofer. Aber klar, das ist doch nicht populistisch, wenn ich denke, dass wir konkret in Oberbayern, also bei uns im Rosenheimer Knotenpunkt nach Italien runter, nach in den Osten rüber, dass wir quasi wirklich eine Riesenlast an fremden Fahrzeugen auf der Autobahn haben. Wir zahlen als Freistaat und als Bundesrepublik die Last der Infrastruktur. Und wir zahlen in Österreich, wir zahlen in der Schweiz, wir zahlen in Frankreich, wir zahlen überall in Maut. Und unsere Freunde aus den anderen Ländern, die fahren bei uns kostenlos durch. Nee, also erstmal habe ich nicht gesagt, dass ich möchte, dass es bei uns nichts kostet, sondern ich möchte, dass es ein sinnvolles System ist, nämlich möglichst eben nach dem, was du fährst, kein pauschales System. Das ist schon mal das eine, also wirklich nach dem auch für mich natürlich eben umweltverschmutzenden Verbrauch dann eben. Und das andere ist eben ganz klar, dass ich eben durch diese Geschichte, ja, wie du auch gerade sagst, die Freunde schüre ich schon wieder sozusagen auch Ausländervorurteile, ja, auch nochmal ganz klar. Und da ist eben auch der Punkt, dass eben, wenn du nur Ausländer eben gegenrechnest, dann kostet die Verwaltung so viel mehr, dass es nicht irgendwie sich lohnt. Und das finde ich ja auch wieder bezeichnend, dass das Ministerium von Herrn Ramsauer noch 0,0 irgendwie Pläne hat, irgendwie belastbare Zahlen hat. Und das hat ja eine Anfrage unserer grünen Bundestagsfraktion gezeigt, ja, dass da einfach noch keine Idee ist im Ministerium, wie das überhaupt sein kann, wie viel das kostet, wie viel das bringt und überhaupt nichts. Und alles das, was wir an Berechnungen haben, sagt ganz klar, wenn nur Ausländer zahlen, dann lohnt sich das überhaupt nicht mit dem Verwaltungsaufwand gegengerechnet. Ja? Wenn wir das machen, wie ihr sagt, das Grüne, dass wir das quasi abhängig machen von den Fahrleistungen auf der Straße oder Umweltverschmutzung, da haben wir, wenn wir es bei den LKWs gemacht hätten, die tanken in Holland und fahren mit dem vollen Tank durch Deutschland durch und tanken wieder in Österreich oder in Italien. Ja, aber da machst du es doch. Da haben wir Maut gemacht. Und bei den PKWs ist es ja genauso, wenn die in Österreich tanken und fahren durch Bayern durch und tanken wieder irgendwo anderweitig. LKW zahlt doch kilometerabhängig und nicht pauschal. LKW schon, genau. Ja, eben. Und das möchte ich für PKW auch. Wir haben ja in Bayern mit Sicherheit nicht plus 5%, was der ADAC errechnet hat, auf die oberbayerischen Straßen, sondern wir haben genau in unserer südlichen Region, ich denke 30% an... Ach, da glaubst du im ADAC nicht. Sonst immer hat der ADAC recht. Der ADAC berechtigt, der sagt, Deutschland weiß, kann 5% ungefähr sein. Aber bei uns, wo es nach Italien geht, wo es nach Österreich geht, wo es nach Kroatien geht, wo es nach Ungarn geht, wir haben mit Sicherheit eine wesentlich höhere Belastung. Und ich sage mal, 20-30% haben wir in Oberbayern als Belastung drauf, besonders bei uns in Rosenheim. Und wenn ich sage, okay, ich kriege von der Maut das Geld, die 20-30% als Entschädigung für unsere Straßen, dann kann ich meine A8 richtig bauen, dann kann ich mein B15 richtig bauen, mein Westtangente richtig bauen. Willst du jetzt neuerdings die B15? Im Wahlkampf habt ihr noch alle gesagt, ihr wollt sie nicht. Also nein, unterscheiden. Die B15 neu, ja, die neu trassiert wird. Ja. Wir haben die Westtangente. Die Westtangente ist eine super gute Lösung. Unsere Überlegung ist natürlich Regensburg runter, dass wir quasi diese Westtangente als quasi neue B15 als Umgehung nutzen um Rosenheim. Ist sicherlich auch der Wunsch und der Beschluss des Kreistages bei uns in Rosenheim, dass wir nicht eine zweite Trasse brauchen, sondern dass die Westtangente unsere B15 Trasse sein wird. Also du meintest gerade nicht B15 neu.
Also genau, das soll quasi auf der BIF. Nichtsdestotrotz, ich glaube auch, dass unsere Straßen völlig unterfinanziert sind. Ja? Das sagen alle Zahlen, das ist schon ganz klar. Aber dann muss ich mir überlegen, wie ich eben sinnvoll sozusagen eine Gegenfinanzierung hinkriege. Und wenn ich dann schon wieder höre, dann können wir endlich die A8 richtig bauen, dann irgendwie wird es mir schon wieder ganz anders, weil das ist eben nicht das, sondern es geht um die reparaturbedürftigen Straßen. Es geht um die Brücken, die reinfallen und dafür brauchen wir Geld. Und dann müssen wir aber schauen, wie es eben EU-rechtskonform ist, wie es sinnvoll ist und wie nicht der Verwaltungsaufwand eben dann gar nicht mehr zu dem steht, was du als Einnahmen hast. Mhm. Aber schau mal her, Ulm-Augsburg oder Augsburg-München ist doch genial schnell und gut gebaut worden. Und ich denke, dass man solche Lösungen, die modern sind, schnell sind, auch für die Strecke Rosenheim-Salzburg brauchen, weil die Straße ist 70 Jahre alt. Also kann man das denn auch abseits der Maut diskutieren, dass gewisse Straßen, Trassen unverzichtbar sind und besonders gefördert werden müssen, auch abseits von Maut? Ja, da gibt es ja die Prioritätenliste. Also da ist zum Beispiel die B15 neu von unserem bayerischen Innenminister als Prio 1 an Berlin gesendet worden und gleichzeitig im Wahlkampf, dieses gleiche Spiel eben wieder, hieß es irgendwie, die beiden örtlichen Abgeordneten wollen die B15 neu nicht, ja? Also Bundestag und Landtag. Also das sind halt so Sachen, wo ich mir halt sage, irgendwie, wenn sich nicht mal die CSU intern einig ist, was eben Prioritätenliste ist und was nicht, ja, dann ist es halt auch so ein Punkt. Und bei allem, also bei jedem Straßenprojekt muss ich eben schauen, ob das wirklich einigermaßen mit der Verkehrsprognose hinkommt und muss immer, Entschuldigung, muss ich einfach nochmal sagen, wir haben diese riesen Hochwasserkatastrophe gehabt, ich muss die Flächenversiegelung mit im Kopf haben. Ja? Und wenn ich dann eben sage, ja, die A8 braucht aber irgendwie diesen riesen, gigantischen Ausbau, dann ist es absurd, weil eben der zuschaltbare Standstreifen auf jeden Fall reicht. Also wirklich ganz, ganz sicher, wenn du gleichzeitig das Tempolimit mit dazu nehmen würdest. Das ist natürlich eine Maßnahme, die nicht so besonders beliebt ist, die aber sehr viel Sinn machen würde, sowohl für Lärmschutz als eben auch für CO2-Ausstoß und für alles. Und das sind die Maßnahmen, die wir tatsächlich eben durchführen sollten und nicht irgendwie noch eine neue Straße und da noch irgendwie und dann irgendwie uns wundern, warum eben das Wasser nicht abfließt, wenn es mal wieder regnet ohne Ende. Ja? Ich würde aber das nicht verbinden. Ihr seid grundsätzlich gegen neue Verkehrsstraßen, ihr wart es gegen die Westtangente, ihr habt das quasi Jahre verzögert, dass ihr Einspruch geholt habt, auch mit dem Bundesschutz gegen diesen Westtangente, die dringend notwendig ist, diese B15, die durch Rosenheim geht, geht an zwei Kindergärten vorbei, an Schulen vorbei. Wir haben Riesenprobleme in Pfaffenhofen, wo die Lastwagen über die Gehsteige um die Kurve fahren, wo wirklich die Menschen gefährdet sind. Ihr habt das um Jahre verhindert, weil ihr gegen diese Straßenbaumaßnahme wart. Das ist unverantwortlich unseren jungen Menschen gegenüber, dass wir das zulassen. Jetzt von Lärmschutz und von Menschen schützen und dann seid ihr gegen Straßenbau, die wirklich sinnvoll ist. Und diese Umgehungsstraße in Rosenheim, Westtangente, Umgehung von Pfaffenhofen ist echt wichtig. Und ihr könnt nicht sagen, okay, wir sind für Lärmschutz und so Dinge und die Menschen, die wohnen, das täglich ertragen müssen in Hubertusstraße, im Pfaffenhofen, die tragen das mit. Das ist Zweizügigkeit, die da an den Tag ist. Weil wir ein ganz anderes Verkehrskonzept wollen. Wir wollen eben nicht, dass die Lastwagen durch die Stadt donnern, weil wir es auf die Schiene verlagern wollen. Ja? Aber da tut sich ja auch nichts. Also weißt du, wirklich irgendwie kein Geld da. Ja doch, es tut sich ja nichts irgendwie. Wenn ich mir andere Länder anschaue, wie eben die Schweiz, ja, da ist ganz klar, dass auf der Straße Geld erhoben wird, um es eben in den Schienenverkehr zu stecken, um eben auch in lärmgeringe Güterzüge zu stecken und so weiter. Ja? Aber hier ist nichts. Du kannst aber Schweiz nicht mit dem Industrieland Deutschland vergleichen. Wir haben keine einzige Automobilwirtschaft in der Schweiz. Ja, genau. Die Lobby, die eben will, dass wir die großen Straßen haben. Schöpfung, ja. Haben wir riesen Produktionsstätten, die die Schweizer in keinster Weise haben. Die Schweizer haben 80% des Personenverkehrs auf den Schienen. Genau. Richtig genial, wir haben uns das angeschaut. In Deutschland ist das halt ganz anders. Wir sind anders geprägt, anders aufgestellt. Wir sind ein Flächenland. Wir haben da ganz andere Situationen. Wir können nicht alles ÖPNV machen, das wäre schön, aber es geht heute. Ich habe nicht gesagt, dass du alles machen kannst, aber wir wollen ein ganz anderes Verkehrskonzept, wo der ÖPNV tatsächlich gestärkt ist und wo du vielleicht ein Auto, egal wie angetrieben, brauchst, um eben zu einem ÖPNV zu kommen. Das ist der Idealfall. Dass es nicht für alle Menschen geht, ist auch klar. Ja? Aber momentan ist es so, dass das Geld eben einfach in die Straße fließt und noch dazu eben in den Neubau und der alte wird vernachlässigt und wir haben einen Reparaturstau. Allein in Bayern sind 700 Millionen Euro, ganz offizielle Zahl des obersten bayerischen Rechnungshofs. Da frage ich mich, woher soll denn das Geld kommen? Und jedes Mal eine neue Straße, wer soll die dann wieder reparieren und pflegen? Ja, aber wir brauchen sinnvolle Umgehungsstraßen. Und dass die Stadt Rosenheim, die B15 komplett durch die Stadt geht, ist ein
wirklich eine richtige Entscheidung, dass wir Umgehungsstraße haben. Ihr seid dagegen, wir sind dafür. Ganz klar Signal für Straßenbau, ihr seid dagegen gewesen. Zum Thema Geschwindigkeitsbeschränkung auf den Autobahnen. 90% der Autobahnen sind mit Verkehrsleitsystemen beschränkt, nach Systemen geregelt. Das heißt, wir haben es beschränkt zu 90%. Und wir sind ein freiheitlicher Staat. Wir haben Autos, die weltweit angesehen sind mit unseren Automarken. Und es zu beschränken auf 120, würde die freiheitliche Entwicklung unseres Industriestaat ist wirklich einschränkend. Also an dieser Stelle muss ich, wir könnten jetzt noch ja, länger auf der Autobahn unterwegs fahren. Da könnte ich viel dazu sagen zum freiheitlichen Staat, den man irgendwie nur hat, wenn man 120 nicht mehr einhalten muss, sondern 220 fahren. Also Verkehr in Oberbayern ist ein Kassenknaller, ein Abendfüller. Es tut mir leid, wir müssen trotzdem abbrechen an dieser Stelle. Ich bedanke mich, dass Sie beide gekommen sind. Sie haben jetzt eigentlich Weihnachtsurlaub nach einer langen Saison. Es war Wahlkampf. Der Kommunalwahlkampf ist für Sie beide vor der Haustür. Also ich bedanke mich für dieses Dasein, für unser Jahresendgespräch. Das sollte eigentlich ein bisschen nachdenklich sein, nur ist es sehr lebendig geworden, das ist gut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen hier bei Plenum TV. Wiederschauen.